Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Willkommen zu einer kleinen Spielvorstellung, einer kleinen angespielten Reihe zu Army General. Das ist ein Spiel, das vor allem sich an Hexfeldstrategen richtet, also solche wie ich auch, die gerne so Spiele wie Panzergeneral und Panzerkorps spielen, Rundenstrategie, Rundenhexfeld, die nicht übermäßig komplex ist, aber trotzdem feine Strategien und Taktiken ermöglicht. So dieses auch hier. Es ist ein kleines deutsches Entwicklerstudio, Phobetor heißen sie, 3-4 Mann, die das gemacht haben. Es ist vor einigen Wochen bei Steam erschienen, kostet 28 Euro. Ich möchte euch das Spiel vorstellen, indem ich einfach das erste Szenario der deutschen Kampagne einfach spiele. Das ist ganz schön, weil man da die Spielmechaniken zeigen kann. Ich gehe schon sehr ins Detail. Es richtet sich also durchaus an Kenner dieses Genres, damit die Unterschiede und Besonderheiten dieses Spiels klar werden im Vergleich zu anderen ähnlichen Spielen. Eins möchte ich vorweg sagen, das Spiel reicht, was die Grafik betrifft und das User Interface betrifft, nicht heran an die Genregrößen. Da ist es doch ein bisschen schwächer. Aber es hat ein paar sehr interessante Spielmechaniken, ein paar sehr interessante Elemente, die das doch ja taktisch noch interessanter teilweise machen, ausgefeilter, spannender machen. Und das ist wirklich der Grund, warum ich das hier im Rahmen von 1, 2, 3 Videos euch vorstellen möchte. Ja, wie gesagt, wir fangen einfach mal mit der Kampagne an. Und ihr seht hier schon an der Karte, es handelt sich bisher, ich weiß nicht, ob da noch mehr geplant ist oder DLCs oder weitere Versionen, aber bisher geht es um den Schauplatz Nordafrika im Zweiten Weltkrieg. Zwei Kampagnen sind spielbar. Mare Nostrum, also die deutsche Kampagne, das Afrika-Korps mit 20 Szenarien dabei. Und Operation Compass auf britischer Seite mit 5 Szenarien. Eigentlich müsste man zeitlich ja erst Operation Compass spielen, weil das war sozusagen vor dem deutschen Eingreifen. Also historisch war es so, dass die Italiener erstmal einen Vorstoß aus Libyen gemacht haben. Das war der Auftakt gewissermaßen dieser Kampfhandlung, um Ägypten zu erobern. Das ist völlig gescheitert. Da hat man sich erstmal in Berlin ein bisschen ins Fäustchen gelacht, aber dann später gemerkt, oha, mit Operation Compass stießen dann die Briten nämlich ziemlich, ziemlich weit vor und es stand im Raume, dass Gesamt-Nordafrika gewissermaßen oder Gesamt-Afrika eigentlich in alliierter Hand sein könnte und das wollte man verhindern, deshalb die Aussendung des Afrika-Korps, der dann mit Mare Nostrum hier einschreitet. Also wir haben hier nochmal eine kleine Beschreibung. Das deutsche Afrika-Korps beginnt mit der Landung in Tripolis. Der Auftrag ist die Sicherung der libyschen Ostgrenze. Doch der Oberbefehlshaber hat einen eigenen Plan. Okay. Ihr seht hier ein paar Einstellungen, die man machen kann. Schwierigkeitsgrad, ich nehme mal den mittleren. Dann gibt es Regeleinstellungen, ob Wetter, Kriegsnebel und Versorgung an ist. Natürlich, das sind Key-Features bei solchen Spielen. Das würde ich niemals ausschalten. Würde ich auch nicht empfehlen. Das ist das Eigentliche, was hier Spaß macht. Und dann kann man noch, man könnte sich, also die Schwierigkeitsgrade unterscheiden sich dadurch, wie viel Ressourcen und wie viel Erfahrung jeder Seite zugewiesen wird. Beim Major, beim Mittleren bekommen wir 200 Ressourcen pro Runde, der Gegner 300 und 1000 Erfahrung am Anfang. Würden wir General spielen wollen, würden wir keine Ressourcen bekommen. Die müssten wir dann quasi nur aus der Map erzeugen. Keine Erfahrung, während der Gegner hier deutlich mehr Erfahrung hat. Naja, wir machen erstmal Major, denn das Spiel ist wirklich nicht einfach. Das werden wir schon in der ersten Mission erleben. Aber es ist auch nicht unfair, wie ich finde. Also, wir laden mal und wir werden willkommen geheißen. Willkommen, Herr General. Inspizieren Sie Ihre Truppe und passen Sie das Afrika-Korps im Rahmen unserer Ressourcen nach Ihrem Gutdünken an. Sie haben die Aufgabe, mit unseren Einheiten einen Sperrverband zu bilden, der den britischen Vormarsch nach Westen stoppt. Derzeit ist unbekannt, wo sich der Gegner befindet und wie stark seine Verbände sind. Die Region zwischen Sirte und El Agheila muss aufgeklärt werden und möglichst weit im Osten Stellung bezogen werden. Gut, das ist die Einleitung. Und jetzt gibt es noch ein paar Details. Sichern Sie die Küste durch die Eroberung der Städte Bin Yawat, Ras Lanuf und El Agheila. Ich glaube, El Agheila wird das gesprochen. Ne? Wir haben auf der Karte die Positionen markiert, die wir bei El Agheila als Verteidigungslinie benutzen wollen. Rücken Sie ohne Verzögerung auf diese vor und halten Sie die Stellung. Wir haben bisher 0 besetzt, ist klar. Und beim Gegner ist es so, 12 Tage haben wir Zeit. Wenn wir das nicht schaffen innerhalb von 12 Tagen, gewinnt die britische Seite. Und damit geht es los.
So, Runde 1 und wir landen im Hauptquartier. Da gehe ich aber erstmal raus, weil ich euch erstmal die Karte zeigen will, wie das Ganze aussieht. Also, ja, so sieht das aus. Jetzt nichts Umwerfendes, aber auch irgendwie funktional. Es ist für meinen Geschmack ein bisschen zu weit weg. Man kann nicht näher ranzoomen. Man kann noch rauszoomen, aber nicht näher ran. Aber es ist okay. Man gewöhnt sich dran. Überhaupt das ganze Interface, und das ist das, was ich so ein bisschen vielleicht kritisch angemerkt habe, ist sehr kleinteilig. Aber wenn man es einmal kapiert hat, geht das eigentlich relativ schnell von der Hand. So, mal kurz hier zur Karte, zum Interface. Hier oben haben wir die Einheiten, die wir derzeit einsetzen können. Hier sind noch nicht alle auf der Map drauf. Hier oben haben wir die aktuelle Rundenanzeige. Hier können wir die Runde beenden. Hier sehen wir das aktuelle Wetter und das zukünftige Wetter in der nächsten Runde, am nächsten Tag. Das Wetter hat natürlich Auswirkungen. Wenn es regnet, wenn es schneit, gibt es auch. Wenn bewölkt ist, auf verschiedene Sachen. Und hier sind unsere Ressourcenpunkte, Geld, was auch immer, wie man das bezeichnen will. Mit denen können wir Upgrades finanzieren, Verstärkung finanzieren und neue Einheiten kaufen. Ja, und das sind nachher Befehle, die dann interessant werden. Wir gehen jetzt mal ins Hauptquartier und da kommen wir nämlich zu einem schon besonderen Aspekt dieses Spieles. Nämlich, was nicht besonders ist, wir können neue Einheiten bauen, das ist klar. Aber was besonders ist, wir können vorhandene Einheiten noch spezialisieren und so weiter. Und dazu gucken wir uns einfach mal eine Einheit an und die verschiedenen Werte an, um das einmal kapiert zu haben, was hier eine Rolle spielt. Also, wir haben hier den Einheitennamen, das sind die 7. Bersaglieri. Schaut mal, das ist die 61. Sizilianische, ich weiß gar nicht, was das ist, eine Division ist es, glaube ich, nicht. Sehen wir nachher noch. Hier haben wir PSW 22. PZAA3 heißt die Einheit, was auch immer das für eine Abkürzung ist. Das ist wohl ein Panzerregiment 5. Und was haben wir hier noch? Regiment STZBV 200. Oh Mann, ja, ich bin kein Militärexperte in dieser Hinsicht, aber ihr seht es, ich vermute mal historische Bezeichnung, die kann man aber selbst noch umändern. So, das Besondere ist, und das unterscheidet dieses Spiel schon mal von Panzerkorps und anderen Sachen, jede Einheit hat einen Befehlshaber. Hier haben wir einen italienischen General, Brigadegeneral Dinizio, der 4 Werte hat. Also nicht alle haben 4, sondern normalerweise 3 unterschiedliche Werte. Das sind sein Angriffslevel, Angriffsstufe 3 hat er, bringt plus 5 Angriffspunkte für die Einheit, Verteidigungsstufe 4 sogar, plus 6. Dann hat er hier einen Führungswert, Stufe 1. Dazu kommen wir noch, was das für eine Auswirkung hat. Nämlich, das erhöht die Bereitschaft pro Zug. Und er ist spezialisiert für den Panzerkampf auf Stufe 3, plus 3 gegen Panzer im Angriff und in der Verteidigung. Das Rote und Grüne heißt immer, das Rote ist Verteidigung, das Grüne ist Angriff, genau. So, es gibt paar verschiedene Spezialisierungen. Ich glaube, wir haben hier nur einen, der spezialisiert ist. Beziehungsweise der könnte spezialisiert werden, aber er hat bisher Stufe 0. Und das ist überhaupt auch unser bester General, den wir haben, dieser Italiener. Mit übrigens auch der besten Einheit, die er hier befehligt. Aber vermutlich auch nur wegen seiner starken Werte. So, das ist so. Und man kann nachher, das gucken wir uns dann mal an, beim Umrüsten sogar Anführer auch auswechseln und verändern und sowas. Das ist interessant. So, wir sehen an diesem goldenen Abzeichen, das ist eine unserer Kerneinheiten. Wir haben am Anfang nur Kerneinheiten. Das kennt man aus Panzerkorps. Die nehmen wir von Mission zu Mission mit. Die gewinnt auch Erfahrung und so weiter. Das ist der Einheitentyp. Das ist Infanterie. Es gibt da noch andere Panzer und Geschütze und Jäger und Bomber. Das ist, glaube ich, im Wesentlichen ein paar Schiffstypen. So, jetzt kommen wir hier zu diesen Einheitenwerten mal. Das ist der angesprochene Bereitschaftswert. Der ist super wichtig und ist auch ein neues Konzept. Der sinkt quasi durch Einsatz, also durch Bewegung und durch Kämpfen. Und mit jeder Runde steigt er ein bisschen. Bei ihm steigen sie, glaube ich, plus 6 im Zug und bei anderen plus 3, wenn ich mich nicht täusche. Und der Clou daran ist, die Kampfwerte hier, die ihr hier seht, die werden modifiziert mit diesem Wert. Das heißt, nur wenn hier 100% ist, kommen auch diese 100% Kampfwerte zum Einsatz. Und das geht relativ schnell, wenn man viel mit den Einheiten macht. Und man muss also sie ausruhen lassen oder sie werden dann im Laufe des Feldzugs einfach schlechter. Das ist sehr, 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 sehr knifflig, weil man ständig überlegen muss,
ruht man jetzt die Einheit noch ein bisschen aus, fährt man weiter und so weiter. Hochinteressant, dieses Konzept gefällt mir sehr gut. Dann haben wir Erfahrungswerte, hier gerade 100, ich weiß gar nicht, 0, 100, 300, das ist unsere erfahrenste Einheit. Bei 1000 gibt es eine neue Stufe und dann gibt es etwa 30% bessere Fähigkeiten, was enorm viel ist. Also das ist natürlich der Clou, dann im Laufe der Kampagne hat man sehr hochstufige Einheiten, die einem dann ans Herz wachsen. So, kommen wir hier drüber. Das sind also die Angriffs- und Verteidigungswerte zu den einzelnen Typen gegen Infanterie, gegen Panzer, gegen Geschütze, gegen Flugzeuge und gegen Schiffe. Ja, das sind so, das kennt man, das ist nichts Besonderes. Und hier haben wir verschiedene zusätzliche Werte. Sichtweite, Waffenreichweite, die maximale Verschanzung. Das ist natürlich bei Infanteristen höher als bei Panzern. Panzer haben nur zwei. Sichtweite, wir haben alle zwei Sichtweite, außer hier dieser Aufklärer, dieser Panzerspähwagen, der hat drei, das ist auch wichtig. So, was haben wir hier? Aktionspunkte, also bewegen und kämpfen verbraucht Aktionspunkte, ein paar andere Sachen auch noch. Dafür ist das relevant, wobei jede Einheit immer nur einmal kämpfen kann. Aber zum Beispiel, wenn diese hier zwei Aktionspunkte hat, dann kann sie zweimal sich, man kann sozusagen zweimal unabhängig einen Bewegungsbefehl geben, wenn ihr versteht, was ihr meint. Was ich meine. Zeigen wir aber nachher noch. Hier sind die Bewegungspunkte. 5, 4, 10, 8 und 6 haben unsere Einheiten. Das ist natürlich die schnellste Einheit. Hier ist Munition und Treibstoff. Das wird alles mit simuliert. So, und jetzt kommt noch was. Und zwar haben hier die Einheiten bestimmte Eigenschaften. Und das finde ich sehr schön, dass die hier so deutlich gemacht werden als Icons. Das sind Dinge, die dann so Kampfwerte modifizieren. Also zum Beispiel ein Bunkerbonus, wenn sie sich im Bunker befinden, oder Luftschutz. Das heißt, wenn die Einheit in einer Stadt befindet, profitiert sie von Deckungsmöglichkeiten, hat dort plus 3 und plus 5 Verteidigung. Oder Landungsverluste, da gibt es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, bei der Landung Stärke zu verlieren. Lufttransport ist möglich hier und kann Flüsse ohne feste Brücken überqueren. Das ist die Besonderheit dieser Infanterieeinheiten. Gucken wir uns nochmal hier den Spähwagen an. Der hat das Gegenteil, der hat Stadtmalus, Waldmalus, Hügelmalus, also da haben sie einfach schlechtere Werte. Dann hat er eine Aufklärungsdoktrin, das heißt, verhindert bis zu 20 Schadenspunkte, sage ich jetzt mal, Schadensabzug, weil er aufklärt und beweglich ist und auch hier Landungsverluste. Zu unserem Panzer, das kennen wir schon, neu ist das hier, eine Funkdoktrin der Deutschen 41 bis 43. Dadurch, dass die Panzer mit Funkgeräten ausgestattet wurden, konnten sie besser gegen andere Panzer agieren, die das nicht hatten. Dementsprechend plus 3 Angriff und Verteidigung für die deutschen Panzer. Und hier haben wir einen Sumpfmalus noch zusätzlich für die Panzer dazu. Okay, das vielleicht zu den Einheiten. Jetzt ist der Clou. Das ist wirklich sehr cool. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Infanterie umrüsten, dann kommen wir in ein neues Menü und dann können wir gucken, gibt es hier noch einen anderen General, den wir ausrüsten müssten. Masina ist hier noch zur Verfügung. Colonello ist das. Ist der Rang, kein General. Deutlich schlechter, deswegen machen wir es nicht. Wir gehen mal zu einer anderen Einheit. Hier ist es besser erkennbar. Also hier haben wir unseren Oberstleutnant Schulte. Wir könnten aber auch zum Beispiel hier Lungershausen nehmen. Den könnten wir einsetzen. Der hat eine andere Fähigkeit, nämlich Rekrutierung. Er braucht 20% weniger Ressourcen, um die Stärke wieder aufzufrischen. Allerdings kostet uns das jetzt auch 600 Ressourcen, ihn dort einzusetzen. Ist ein guter Mann, können wir uns aber derzeit nicht leisten. Deswegen breche ich das jetzt mal ab. Aber wir gucken uns das weiter an, was man hier machen kann. Man kann zum Beispiel den Einheiten Unterstützungsbataillone zuordnen. Zum Beispiel ein zusätzliches Panzerbataillon bringt plus 15 Einheiten Stärke. Eine zusätzliche Schützenkompanie auf Stadtfeldern hat die dann plus 5 Angriffswert. Oder ein Panzerbergezug, minus 10% Ausgaben für Verstärkung. Oder ein Flammpanzerzug ignoriert Bunker bis zu einer Ebene oder bis zur Ebene 1 und ignoriert einen Bunkerbonus. Dann haben wir eine motorisierte Packkompanie gegen gepanzerte Einheiten, nochmal einen verbesserten Wert. Wir haben eine schwere Flakkompanie dabei auf Flugzeuge und Gegenflugzeuge, bessere Werte. Und wir haben eine Versorgungskompanie, wo die Einheit von vornherein mehr Munition und mehr Treibstoff mit dabei hat.
Das ist richtig cool, dass das hier integriert ist. Also sehr, sehr interessantes Konzept. Habe ich bisher noch nirgendwo gesehen und finde ich sehr schön. Und das war es aber noch nicht. Man kann hier auch noch entscheiden, ob man die Einheiten in Divisionsstärke aufstellt oder ausbessert oder in Regimentstärke. Genau. Ich glaube, das ist Divisionsstärke. Das sieht man an der 100, während das eine Regimentstärke ist. Die könnten wir jetzt zur Divisionsstärke machen. Das kostet uns, wir sehen das hier, 687. Ja, das macht man am Anfang, hat man da nicht viel zu tun, aber im Laufe der Kampagne, je mehr passiert, je mehr Ressourcen man zur Verfügung hat, umso mehr kann man dann hier weiterentwickeln. Wir brechen nochmal ab, weil wir Ressourcen haben, die wir jetzt auch einsetzen sollten und eine neue Einheit hier mit ins Spiel bringen können. Und jetzt können wir uns auch nochmal angucken, welche verschiedenen Einheitentypen hier zur Verfügung stehen. Infanterie, ihr seht hier die verschiedenen, mit alle wiederum mit unterschiedlichen Eigenschaften. Ich will es nur einmal zeigen. Brückenpioniere zum Beispiel, kann Brücken sprengen, baut Bunker, kann Brücken reparieren und so weiter. Wir haben verschiedene Panzer, die hier in dieser Zeit auswählbar sind. Verschiedene Speer, Pax, Artillerie, Flak. Ich gehe einmal durch, damit ihr es mal seht. Jäger, Bomber und Schiffe. Derzeit nur U-Boote verfügbar. So, ich will aber für dieses Szenario möchte ich gerne eine Artillerie mit dabei haben. Allerdings, schaut mal, diese große 15 cm Feldhaubitze, die kann ich mir gar nicht leisten, 2250. Ich nehme mal eine leichte Feldhaubitze, 18 cm, kostet 1400 und jetzt kann ich noch entscheiden, was für ein Zugmaterial dazu kommt. Fuhrwerk wäre möglich, wäre billig, ist aber auch langsam. Wir nehmen LKW. Den können wir uns noch gerade so leisten, 1056, und damit wäre es das dann auch. Wir rekrutieren die Einheit und stellen auf. So, beim Aufstellen sieht man, wohin man Einheiten stellen kann, und das begrenzt dann tatsächlich dann auch die Zahl der Einheiten, die man einsetzen kann. Und im Laufe dieses Szenarios können wir auch keine weiteren Einheiten mehr einsetzen. Also man muss mit dem auskommen. So, wir werden mal unseren B-Wagen nach vorne stellen, dann den Panzer hier hin. Die Flak kommt hier, die Flak sage ich schon, die Kanone kommt hier hin und irgendeine haben wir noch nicht. Hier hin. So, okay, jetzt haben wir aufgestellt und jetzt können wir schon den ersten Zug starten. Und wir sehen hier schon nochmal die verschiedenen, die Sachen, die ich euch eben vorgestellt habe, die verschiedenen Statistiken. Das ist hier, dazu kommen wir später nochmal, hier geht es um die Ressourcen, um das Auftanken und so weiter. Das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. So, wir gucken uns die Karte an. Wir sollen diese drei, also das sind die Siegpunkte, die wir erobern können oder müssen. Ben Yawad müssen wir erobern, Ras Lanuf müssen wir erobern und El Agela müssen wir erobern. Und diese drei Felder müssen wir dann auch noch besetzen. Das, glaube ich, müssen wir nicht erobern. Das ist quasi zusätzlich. Mit dem Erobern bekommt man Ressourcen. Man bekommt manchmal Einheiten, das werden wir mal sehen. Okay, wir starten hier mit unserem Aufklärer. Jetzt ist es typischerweise so bei diesen Spielen, es gibt Sichtweiten, das brauche ich glaube ich nicht erklären. Wenn man außerhalb dieser Sichtweite auf den Gegner trifft, dann hat man große Probleme, dann bekommt man einen Überraschungsangriff, was schwierig ist. Allerdings muss man hier immer gut abwägen, ob man es nicht doch riskiert, in unerkanntes Gebiet hier zu fahren, weil mit jedem Mal, wo man einen Bewegungsbefehl gibt, wird hier diese Bereitschaft reduziert. Und insofern kann man jetzt nicht so stückweise vorgehen, weil das dann sehr, sehr hart auf die Bereitschaft geht. Ich entscheide mich also mal ganz mutig, hier schon ein bisschen nach vorne zu gehen. Bis hier vielleicht. Die Straße entlang. Kostet natürlich weniger Transportkapazität. Und ihr seht hier schon, hier sind gegnerische Einheiten. Kommt uns angucken, was das sind. Zwei Fünder. Die sind ganz gut gegen Panzer, auch gar nicht so schlecht gegen Infanterie, vor allem in der Verteidigung. Können aber nur ein weit schießen. So, sie sind noch nicht eingegraben und sind auch von ganz geringer Stärke. Aber dennoch würde ich jetzt nicht unbedingt mit dem Panzer da ranfahren. Müssen wir mal gucken. Oder, also wir können hier schon sehen, wie das Gefecht ausgehen wird. 1,20, das ist allerdings ganz gut, aber da kommen wir gar nicht ran. Bei dem, nee, das lassen wir mal lieber. Ich würde mal sagen, wir werden mit unserem Spähwagen diese Stellung umgehen, hier nördlich herumfahren, weil wir haben Zeitprobleme, ne? Wir haben nur diese 13 Runden. Oh, da sitzt noch einer in den Bergen, in den
Das sind keine Berge, das sind Hügel. Der hat natürlich da eine höhere Eingrabungsmöglichkeit und eine bessere Verteidigung. So, mit dem Panzer kommen wir nicht so weit. Ja, das Problem ist jetzt hier, das hellgrüne, das ist die Fläche, die wir marschieren können. Das dunkelgrüne, dann benutzen wir den LKW und dann sind wir natürlich extrem angreifbar. Deswegen müssen wir aufpassen, wie weit wir jetzt wirklich gehen. Ich würde mal sagen, hier marschieren wir hier hin. Vielleicht, wir gehen mal mit dem Panzer hier vor. Ich wage mich mal. Welche ist eigentlich unsere gute Einheit? Was sind hier? Ach, das ist die starke Einheit, ne? Hier die Bersagliari, okay. Ich wage mich mal mit den LKWs hier hin, in der Hoffnung, dass der nicht vorgeht. Das wäre sehr witzig. Und dann haben wir noch, oh, die sind ja schnell. Ach, das sind Deutsche, die können offenbar, sind die schneller. Na gut, wir riskieren mal hier in dieser Linie zu stehen und unsere Feldhaubitze bringen wir auch mal daneben. Okay, so, hier könnten wir, nee, hier können wir nichts mehr. Das wäre es dann erstmal. Wir gucken mal, was der Gegner macht. Wir beenden die Runde. Okay, der Gegner hat offensichtlich uns noch nicht gesehen, weil er hat ja auch eine Reichweite, eine Sichtweite. Ne, er hat von zwei. Er hat uns gesehen, aber ist lieber in Stellung gegangen und hat dementsprechend auch einen Eingrabenbonus mehr jetzt. Eine höhere Verschanzungsstufe. Das muss man natürlich jetzt beachten. Okay, Leute, das ist erstmal der Auftakt. Wir machen natürlich das Szenario zu Ende, das ist ganz klar. Aber die Videos sollen jetzt nicht überlang werden. Wen es interessiert, der schaut mit Sicherheit weiter. Ich freue mich drauf. Bis dann, macht's gut. Euer Steinmeulen. Liebe Freunde, ein kurzer Nachtrag. Ich habe nämlich jetzt erst gesehen, dass Games Planet, mein Keyshop-Partner, auch Army General anbietet. Und zwar für 20% Rabatt. Also ihr braucht da nicht 27 Euro wie bei Steam, sondern rund 22 Euro zu bezahlen. Und wenn ihr mich dabei noch unterstützen wollt für diese Art Videos, für alles andere, was ich hier mache, dann schaut doch mal bitte, nutzt den Link in der Videobeschreibung. Der ist getaggt, dann sieht Games Planet, dass ihr von mir kommt. Und dann gibt es einen kleinen Anteil eures Einkaufes für meinen Kanal hier. Ja, vielen Dank schon mal dafür und gleich geht's weiter mit diesem Szenario, mit dem zweiten Video.